Ich verstehe immer noch nicht, warum du ausgerechnet jetzt Elise erzählt hast. Ich konnte es nicht mehr für mich behalten, Lotte. Ich meine, sie hast du gesehen, sie sah so perfekt aus. Und dann hätte ich sie angelogen. Ich hätte ihr das Ja-Wort gegeben mit einer Lüge und das hat sich falsch angefühlt. Sie hat auch mehr verdient als meine Rumlügereien und ich bin ihr fremdgegangen. Wie konnte es überhaupt passieren? Ich habe die Liebe meines Lebens verloren. So ein Scheiß. Guck mich mal an. Ich versuche mich ein bisschen fertig zu machen. Sonst werde ich mich nicht so sehen. Leute, Vicky hatte wirklich die ganze Nacht einfach geheult. Und sie ist ja gestern, also Vicky ist gestern Elise noch hinterhergerannt, aber Elise hat dann nur gesagt, so, okay, die Hochzeit ist irgendwie abgeblasen. Und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt Elise nochmal hierher bestellt und hoffe, dass die sich irgendwie aussprechen kann, aber momentan ist Elise halt richtig sauer und ich kann aufmachen. Kannst du bitte dabei bleiben? Ja. Es wird okay. Willst du vielleicht einen Tee, Elise? Nein, danke. Also schon mal echt cool, dass du gekommen bist. Ich glaube, Vicky freut sich auch echt. Ich weiß nicht. Also vielleicht könnt ihr euch auch nochmal so aussprechen? Was gibt's da zum Sprechen? Ist doch alles schon gesagt, sie hat mich betrogen, das war's. Hey, es tut mir leid. Es war der größte Fehler meines Lebens. Mhm. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber du hast ihn gemacht. Ja, aber es hatte keine Bedeutung. Und es war einfach eine Kurzschlussreaktion. Verstehst du? Du hast es aber gemacht. Das kann. Natürlich kann ich es nicht mehr ändern. Aber ich liebe dich, wirklich. Und es tut mir so leid, dass ich dich verletzt habe. Ich meine, ich wollte es dir die ganze Zeit erzählen. Mich hat es die ganze Zeit belastet, okay? Und ich habe mich mit dir getroffen, um es dir zu erzählen. Und dann kamst du ums Eck mit diesem Antrag. Und ich war überfordert und überrumpelt. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann wollte ich es irgendwie für mich behalten, damit wir glücklich sind. Und dann kam Marlene auf die grandiose Idee, mich zu erpressen, weil sie das alles erfahren hat mit Hannah. Sie hat dich erpresst? Ja, die ganze Zeit. Was denkst du, warum sie bei unserem Tortenessen dabei war? Wieso hast du es mir nicht gleich gesagt? Ich meine, weil ich dich nicht verletzen wollte, okay? Aber du verletzt mich jetzt. Gib uns doch noch eine Chance, bitte. Ich schaff das jetzt nicht, okay? Ich weiß im Moment nicht, ich weiß nicht, wie meine Gefühlslage gerade ist, okay? Ich brauche ein bisschen Abstand, okay? Bitte bleib hier. Nein, ich gehe zu einer Freundin nach. Bitte, hier zu einer Freundin, ich komme wieder, aber ich brauche ein bisschen Abstand, okay? Immerhin habt ihr nochmal gesprochen. Ja, und was bringt es mir? Sie ist weg! Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie weg ist für immer. Sie braucht jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen Auszeit. Sie kommt nicht mehr zurück, Lotte. Sie wird nicht mehr zurückkommen. Verstehst du das? Das weißt du doch nicht. Gib ihr vielleicht 1-2 Wochen und dann... Ich würd's ihr wahrscheinlich auch nicht verzeihen. Ich könnte ihr nie wieder vertrauen.
Vicky. Sie hat nicht Schluss gemacht. Sie hat... Warte, hör mir kurz zu. Sie hat gesagt, sie nimmt sich jetzt ein paar Wochen Zeit, ja? Und diese Zeit musst du ihr geben. Und wenn sie diese Zeit genommen hat, dann kommt sie vielleicht wieder zurück. Und das vielleicht ist ein großes vielleicht, aber es ist ein vielleicht. Es ist kein Nein. Und vielleicht brauchst du jetzt auch einfach nur einen Tapetenwechsel. So wie sie. Dass du einfach mal hier rauskommst. Ich bin doch gar nicht weg. Ich will bei dir bleiben. Dann fahren wir einfach zusammen nach Berlin oder so. Dann kannst du deine Mom sehen. Dann kannst du auch deine Freunde wiedersehen. Und dann wird es dir besser gehen. Ich will Vicky jetzt was Kleines zum Snacken holen. Vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, was so euer Lieblings-Liebeskummer-Snack ist. Schreibt mal rein. Vicky hat sich jetzt zum Glück ein bisschen erholt, aber die schläft jetzt auch gerade einfach noch. Und ich bin gerade auf dem Weg und hole jetzt für Vicky ein paar Snacks. Leute, schaut mal, wo wir sind. Das ist richtig cool hier, oder? Also Vicky nicht mit. Nee. Die will gerade einfach nur allein sein. Stimmt, was war jetzt eigentlich? Haben die nochmal geredet oder so? Ja, oder war das gestern das letzte, dass sie Pause machen? Ja, also Elise will jetzt ist erstmal weg und ja. Weg. Aber haben sie Schluss gemacht? Nee, eben nicht. Also Elise hat nur gesagt, sie muss jetzt ihren Kopf frei bekommen und dann jetzt mal schauen. Heißt, es ist noch nichts vorbei und Elise braucht jetzt erstmal ihren Freiraum. Hoffen das Beste, wirklich. Ja. Aber habt ihr nur Beziehungen? Theo? Michi? Oh Gott. Was? Michi hat mir vorhin geschrieben, dass er mir mit mir gern ein ernstes Wörtchen reden will. Das weiß ich ihm nicht, aber ich hab Angst, dass er sagt, hey Lotte, ich würde gern mehr haben. Nee, eben nicht. Das wäre nicht cool. Was? Das sind Jungs. Ja, was? Ja, du weißt noch gar nicht, was passiert. Und schau ein bisschen netter und hübscher. Weil kurz an ja, Tag mach ich ja. Hi. Hey. Hi. Hey. Hi. Hey. Hi. Ja, bei dir? Hallo. Hi. Hey. Ja? Geht ja. Schon mal vor, sag mal Lotte. Ja? Hast du kurz einen Moment Zeit? Hast du irgendwie ein Betreuer ist? Klar. Okay. Okay, dann gehen wir ja. Und ihr geht dann, wohin ihr wollt. Okay, genau. Ja, okay. Oh. Ja, also ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht so die letzten Tage. Und ich mag uns. Ich mag dich. Ich genieße es, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Mhm. Der Sex war groß. Es passt eigentlich alles. Aber im Großen und Ganzen, ich bin gerade nicht auf der Suche nach was Festem. Ich komme gerade. Okay. Ist lustig, oder wie? Also, nicht lustig, aber geht jetzt halt genauso. Ich hab gerade mit was ganz anderem gerechnet, deswegen bin ich gerade sehr froh, dass du das eigentlich genauso siehst wie ich. Das ist doch irgendwie alles perfekt. Ja? 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 Natürlich. Dann lass uns feiern gehen. Okay.